Nun möchte ich ganz herzlich meine ersten Gäste begrüßen. Begrüßen wir gemeinsam live vor Ort hier in Kassel Markus Fuchs, Geschäftsführer der Plenty Systems Deutschland GmbH und Bernhard Weiß, Vorstand der Plenty Systems AG. Guten Morgen. Guten Morgen, Tini. Guten Morgen. Hallo, Tini. Guten Morgen da draußen, hallo. Markus, du bist jetzt seit rund 6 Monaten hier bei Plenty und seit einiger Zeit jetzt auch gemeinsam mit Bernhard Geschäftsführer der Plenty Systems Deutschland AG. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was hat denn dich da geritten? Naja, die kurze Antwort ist, Jan und Bernhard haben mich einfach überzeugt, dass Plenty die richtige nächste Station für mich ist. Die etwas ausführlichere Antwort ist, dass ich im letzten Jahr für mich entschieden habe, dass ich meine Auszeit nehmen muss. Ich habe 20 Jahre im E-Commerce, also hauptsächlich im E-Payment gearbeitet, die letzten 12 Jahre bei PayPal, davon 10 Jahre in einer mehr oder weniger Führungsposition in verschiedensten Rollen, immer vertriebsnah. Und Anfang letzten Jahres habe ich einfach eine Auszeit gebraucht und habe gekündigt, habe meinen Job geschmissen, wollte ein Jahr durch die Welt reisen mit meinen Kindern, die Abi gemacht haben, oder eine, die Abi gemacht hat, wollte ich Südamerika erobern, und dann kam Corona und alles ist mehr oder weniger den Bach untergegangen. So musste ich meine Pläne ändern, habe mir ein Wohnmobil gekauft, sofort, als der Lockdown losging, weil ich mir dachte, mit dem Wohnmobil bist du am flexibelsten und sobald irgendwas wieder aufgeht, kannst du dich mit dem Wohnmobil, glaube ich, am flexibelsten dahin bewegen, wo eben Möglichkeiten sind. Das habe ich gemacht. Ich habe dann mein Wohnmobil gepackt, bin nach Sachsen gefahren, an die tschechische Grenze, und von dort das komplette grüne Band langgereist mit Wohnmobil und Fahrrad. Also von der tschechischen Grenze bis zur Ostsee. Bin also immer wieder zwischen den einzelnen Bundesländern hin und her gehüpft und habe mir mal angeschaut, was früher, also wie gespalten das Land war. Und ich komme aus dem Westen, also ich hatte früher nie so den Draht zu dieser deutschen Teilung, wohne aber seit 12 Jahren in Berlin, wo diese Teilung ja omnipräsent ist. Insofern wollte ich mir mal anschauen, wie das ganze Land damals gespalten war. Und das habe ich gemacht, bin also mit Fahrrad und Wohnmobil durch sämtliche Mittelgebirge Deutschlands gefahren, die es gab, was ich auch nicht wusste, was auch recht anstrengend war. Das Ganze hat 4 Wochen gedauert, habe mehr oder weniger keinen Menschen gesehen, also keinen bekannten Menschen. Außer einen, das war Bernhard. Ich habe ihn irgendwann angetickert und meinte so, ich bin gerade in der Gegend, hast du nicht Lust auf ein Bier? Und das war so das erste Mal, dass wir uns getroffen haben. Ganz lose, wir waren lecker beim Spanier-Essen. Er wusste, dass ich eine Auszeit genommen habe. Wusste auch, dass ich mich so rund um Ende des Jahres, also Ende 2020, wieder um einen neuen Job bemühen würde. Und dann stand Bernhard wieder auf dem Tapet und es wurde ein bisschen ernster. Im Februar haben wir uns dann getroffen. Haben mal Tacheles geredet, weil ich in meiner Position bei PayPal und auch schon vorher kannte ich Jan und Bernhard und auch Plenty als Unternehmen, kannte ich schon, aber immer nur aus der Sicht des Zahlungsdienstleisters, also immer nur aus der Shop-Sicht. Plenty ist so viel mehr und das wollte ich mal verstehen. Deshalb haben wir uns 2 Tage eingeschlossen, haben uns, oder ich habe Informationen aufgesaugt, was Plenty noch so alles kann. Ja, und dann haben wir uns eigentlich relativ schnell darauf verständigt, dass Plenty eigentlich die nächste Station sein wird. Das war natürlich für mich so ein bisschen schwierig, wenn man von so einem globalen Konzern kommt, dann in den deutschen Mittelstand zu gehen. Aber ganz ehrlich, die Voraussetzungen, die mir da aufgezeigt wurden, die fand ich schon sehr, sehr spannend. Ne? Also Plenty als Unternehmen, was seit 20 Jahren schon auf dem Markt ist, was in dem Bereich Multi-Channel-Tool relativ konkurrenzlos unterwegs ist. Und was eben von der vertrieblichen Seite, und das ist natürlich für mich die spannende Herausforderung, relativ in den Kinderschuhen steckt, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen schon so alt ist. Ne? Na klar, da kam der Bernhard vor 3 Jahren, dann kam der Johnny als Vertriebsleiter. Also man hat sich immer wieder so ein Stück weit in Richtung Vertrieb weiterentwickelt. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das mal holistisch betrachtet, ist da noch sehr, sehr viel zu tun. Und das ist einfach eine sehr spannende Herausforderung, wo man, glaube ich, noch sehr, sehr viel bewegen kann. Und das hat im Endeffekt den Ausschlag gegeben, dass ich jetzt hier sitze. Mega. Also vom Urlaub von der Sächsischen Schweiz direkt in unser schönes Kassel in Nordhessen. Willkommen nochmal. Zu unserem Lieblingsspanier. Und, ja, und da gehen wir immer noch hin, tatsächlich. Da gehen wir immer noch hin, genau. Ja. Ich glaube, ich weiß, welcher er ist. Ja, gute Wahl. Bernhard, wie kam es dazu, dass Markus dein Wunschkandidat genau für die Position war? Ja,
Ja, den Markus kenne ich natürlich schon von PayPal-Zeiten und da war das für mich immer so ein absolut angenehmer Mensch, sehr wertschätzend, sehr verlässlich und ja, jemand, den ich sehr geschätzt habe, auch aufgrund dessen, wie er sein Business gestaltet hat. Und von daher war das für mich natürlich ja, schon ein Thema, wo ich gesagt habe, das ist vor allem auch ein toller Mensch. Das ist für mich immer auch ganz wichtig, neben Expertise auch jemanden zu haben, mit dem du auch über alles sprechen kannst. Und wir haben uns immer gut verstanden, glaube ich. Das war immer so ein Thema, wo wir auch gemerkt haben, wir passen gut zusammen, es fühlt sich gut an zusammen. Und er ist natürlich jemand, der proaktiv Wachstum gestalten kann. Das ist ja genau das, was wir in aktuellen Zeiten brauchen, dass wir eben sehen, dass wir unser Wachstum aktiv, proaktiv gestalten. Markus liebt das SMB-Business. Ich bin ja gerne mal bei den Top- und Key-Account-Kunden. Das heißt also, da challengen wir uns auch regelmäßig sehr, sehr gut. Und er hat natürlich auch in seiner Vergangenheit, er hat gerade gesagt, über 20 Jahre im E-Commerce ist er tätig und ja, ist natürlich jemand, der da viel gesehen hat und von dem man natürlich ich persönlich auch wahnsinnig viel lernen kann. Und ich weiß nicht, das spüren, glaube ich, unsere Leute auch. Er hat natürlich auch ein mega Händchen, was Personalführung angeht, was Empowern von Menschen angeht, was das Mitnehmen auf die Reise angeht. Also wirklich, das sind Themen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig waren. Von daher, ja, war das absolut mein Wunschkandidat. Ich hatte noch ein, zwei andere Kandidaten im Kopf damals, aber ich wusste schon, als er mir das erste Mal gesagt hat, ich mache mal ein Sabbatical und ich steige aus, da wusste ich genau, an dem Typen bleibst du dran. Den willst du zu Plenty holen, egal wie. Und es hat zum Glück geklappt. Auch, was er gerade gesagt hat, der Workshop, den wir gestaltet haben, gemeinsam eben mit Jan und Frank. Und einfach mal zu schauen, wo wollen wir in den nächsten Jahren hin? Was wollen wir vertrieblich leisten? Wie wollen wir dieses Wachstum auch darstellen? Wie wollen wir ja auch zukünftig nicht nur national, sondern auch international stark wachsen. Und da ist natürlich Markus mit seiner Expertise in dem Bereich ja absolut der Mann, den wir brauchen. Und von daher bin ich guter Dinge, dass wir auch in den nächsten Monaten hier gut vorankommen. Das kann ich auch nur zurückgeben, ne? Also das ist ja nicht nur, dass ihr hier von mir profitieren könnt. Ich glaube, wir Payment-Menschen glauben immer, dass wir sehr viel von der E-Commerce-Welt wissen. Da gibt es eine ganze Menge mehr da draußen, also das kann ich nur zurückgeben. Der E-Commerce ist sehr viel breiter gefächert und ich bin völlig beeindruckt, wie Plenty da aufgestellt ist. Also für welche Bereiche es Lösungen gibt, die so dermaßen in die Tiefe gehen, was bei den Kunden, wenn ich in Pitches dabei bin, immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und das ist für mich halt auch nochmal eine wahnsinnige Erweiterung meines Spektrums, wo ich halt jeden Tag dazu lerne. Nicht genug, bin immer noch viel zu weit vom Produkt weg. Du weißt, wir haben da regelmäßig Diskussionen drüber, aber ich finde es faszinierend, wie breit dieses Spektrum ist, was Plenty tatsächlich abdeckt. Vielleicht noch eine kleine Anekdote, die war auch echt super witzig. Ich habe ihn dann irgendwann wieder mal angerufen und er sagte, ich habe mich gerade bei meinen Top 3 Themen und Unternehmen beworben und ich so, wieso sind wir da eigentlich nicht dabei? Und das hat mich natürlich nochmal besonders angespornt. Glaube ich. Von daher, nee, sind wir jetzt seit einigen Monaten hier zusammen und es macht wahnsinnig Spaß. Das kann ich übrigens auch nur nochmal bestätigen, Markus. Ja, nach den ersten Monaten jetzt hier bei Plenty, wie ist dein Eindruck, wie ist der Unterschied auch zwischen einem großen Konzern, wie du schon gesagt hast, und also wie die Prozesse sind wahrscheinlich total anders und was konntest du alles schon bewegen? Also geht es schneller oder ist das ein Druckschluss in einem mittelständischen Unternehmen? Also zum einen bin ich wirklich beeindruckt, das, was wir da am 4. 5. Februar besprochen haben, ist tatsächlich so eingetreten. Es gibt keine Leichen im Keller, es ist nicht so, dass mir hier irgendwas verkauft worden ist oder irgendwelche Versprechungen gemacht worden sind, die nicht gehalten werden. Es ist tatsächlich, ich habe die Situation genauso vorgefunden, wie mir Jan und Bernhard die beschrieben haben, was echt toll ist. Und es ist auch so, es ist ein Riesenunterschied, wenn man von einem global gesteuerten Konzern dann in ein inhabergeführtes Unternehmen reinkommt, wo man auf der einen Seite sehr schnell Entscheidungen theoretisch herbeiführen kann. Praktisch ist aber auch so ist, dass Dinge doch langsamer gehen, als ich sie mir eigentlich gewünscht habe. Und ich habe mal so zurückgeguckt jetzt nach 6 Monaten. Wenn man so zurückguckt, denkt man, eigentlich ist viel zu wenig passiert, man muss mehr auf die Straße. Aber wenn man dann mal reflektiert, ich glaube, da haben wir gemeinsam schon eine ganze Menge bewegt. Also wir haben beispielsweise es geschafft, komplett Produkt von Markt bzw. im Kundensegment zu trennen. Ja, wenn man Plenty mal als Ganzes betrachtet, wir haben knapp 250 Mitarbeiter, davon sind 120, 130 Developer. Also die Hälfte der Mitarbeiter sind Entwickler. Das ist Wahnsinn. Also es ist ein sehr, sehr produktfokussiertes Unternehmen und wir haben jetzt einfach das Produkt und den Kundenfokus auseinander, also separiert und haben auch ausgegründet. Also wir haben am 1.6. die Plenty Systems Deutschland GmbH gegründet, die wir beide leiten.
Haben dort 34 Leute mitgenommen, ohne dass wir einen verloren haben auf der Strecke. Das muss man auch mal dazu Danke sagen. Dafür übrigens also nochmal. Alle Leute haben daran geglaubt, dass wir separieren müssen, dass wir den Markt vom Produkt trennen müssen. Und es sind alle mit in die Plenty Systems GmbH rübergegangen, obwohl wir wussten und auch ich weiß, dass es ein sehr, sehr enges Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Mitarbeitern gibt und wir tatsächlich Angst hatten, dass wir das auseinanderreißen und dass zumindest das Gefühl besteht, dass wir das auseinanderreißen, was nicht der Plan war, was auch nicht ist. Ich glaube, mittlerweile kann man das auch sehen, dass wir ja nach wie vor genauso zusammenarbeiten, wie alle Plenty sind, aber das im Kopf der Leute zu verankern und die mit auf diese Reise zu nehmen, war schon eine Herausforderung, die wir, glaube ich, ganz gut gemeistert haben. Ja. Dann haben wir, den kompletten Kundenbereich umstrukturiert. Wir haben also feste Bereiche definiert, in denen wir gesehen haben, dass wir unsere Mitarbeiter positionieren wollen. Haben uns auch schon Gedanken gemacht, welche Mitarbeiter wir in welche Position stecken, haben aber die Mitarbeiter gefragt, wo sie sich denn selber sehen. Und es gab einen fast 100%igen Match. Ein einziger Mitarbeiter hat sich anders eingeschätzt, als wir ihn, eigentlich hat er sich genauso eingeschätzt wie wir, nur wir wollten ihn in einer anderen Position haben. Auch das haben wir hinbekommen. Also auch da war eine sehr große Übereinstimmung da, was zeigt, dass die Leute komplett dahinter stehen. Was wir noch gemacht haben, wir haben ein CRM eingeführt, beziehungsweise wir haben das momentan intern eingeführt, wir werden es aber auch euch als Kunden zur Verfügung stellen. Jenna hat es gestern schon angeteasert, morgen gibt es den Vortrag zum CRM. Wir arbeiten schon aktiv damit seit einigen Tagen und die Leute sind tatsächlich begeistert. Also ich glaube, es lohnt sich, den Vortrag anzuschauen, der da morgen kommt. Wir haben sehr viel mehr Transparenz ins Business gebracht. Also wir hatten immer so ein Gefühl dafür, wie das Business läuft. Aber ich glaube, jetzt haben wir noch mehr Zahlen und noch mehr Unterfütterung dahingehend, was wir tun müssen, um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben. Wir haben einige detaillierte Verbesserungen schon umgesetzt. Wir haben zum Beispiel durch diese Transparenz, die ich eben angesprochen habe, dadurch, dass wir Sachen jetzt besser messen können, haben wir es geschafft, von Anfang des Jahres, also von Januar bis jetzt, die Reaktionszeiten im Forum um 64% zu verbessern, also um 64% zu reduzieren. Wir haben es geschafft, dass wir den Leuten, den Mitarbeitern klassischen oder einen klaren Fokus geben auf ihren Aufgabenbereich. Wir haben also unsere Kundensegmente haben wir getrennt in Neukunden und Bestandskunden. Wir haben es getrennt in Basic-Kunden, in Classic-Kunden und in Enterprise- bzw. Plus-Kunden. Und jeder Mitarbeiter findet sich in einem dieser Segmente wieder. Das Ganze haben wir gespiegelt auf die technische Seite, also was Integration und was Support angeht. Da haben wir die Aufteilung ähnlich gemacht, sodass jeder genau weiß, was er zu tun hat und an welcher Stelle er an Kollegen abgibt. Das war vorher, hatten wir eine einheitlichere Betrachtung, das haben wir jetzt getrennt. Und ich glaube, wir sehen auch da schon die Verbesserung, dass wir effektiver mit Kunden umgehen können. Und weiterhin bauen wir natürlich daran, dass wir Plenty besser machen. Ja, wir haben weitere Plugins entwickelt. Wir sind gerade dabei, eine komplette Branche zu aktivieren. Mit Ethos sind wir gerade dabei, einen großen Schuhhändler live zu bringen. Haben das eigentlich schon abgeschlossen. Jetzt schaut so ein bisschen die Branche auf uns, dass wir dort in dieser Branche weitere Kunden anschließen können. Wir haben mit Allegro den größten polnischen Marktplatz jetzt aktiviert. Wir haben eine PrestaShop-Anbindung. Also das sind alles Dinge, die in den letzten 6 Monaten passiert sind. Also es ist doch ein bisschen was. Ich wollte gerade sagen, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil du eben gesagt hast, du hättest ja gerne noch ein bisschen mehr gewünscht, aber das hört ja gar nicht mehr auf. Also du hast jetzt schon viel beschrieben und magst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, was jetzt so noch direkt ansteht? Also ich hatte eben schon gesagt, wir sind... Aber wir versuchen, das ganze Geschäft wesentlich stärker auf Zahlen zu fokussieren. Ne? Also wenn ihr da draußen einen Key Account Manager oder einen Account Manager habt, dann ist meine Vorstellung eigentlich die, dass diese Mitarbeiter nicht dafür da sind, die Probleme zu lösen und Fragen zu beantworten, sondern mir geht es eher darum, dass wir unsere Kunden entwickeln. Ne? Wir wollen, dass unsere Kunden mehr Orders machen, dass sie ihr Geschäft erweitern und wenn wir sehen können, wo noch Potenzial ist, also welche Märkte man noch erschließen kann, welche Marktplätze man noch aktivieren kann, welche Branchenlösungen es vielleicht noch gibt, das sehe ich als unsere Aufgabe, die wir in unsere Zielgruppe tragen müssen. Und da möchte ich eigentlich hinkommen, sodass auch unsere Händler da einen größeren Benefit draus ziehen aus diesem Setup. Die haben ja wahrscheinlich im Tagesgeschäft auch gar keinen Kopf dafür, sondern sind froh, wenn sich jemand mal da die Brille aufsetzt und sagt, Mensch, da hast du noch Potenzial, ne? Genau. Sehr schön.
Jetzt hat Markus viele Veränderungen beschrieben und einige stehen ja noch an. Was bedeutet das genau jetzt für die Zusammenarbeit zwischen AG und GmbH, also zwischen Produkt und Kundengeschäft? Ja. Also vielleicht nochmal eine Ergänzung. Das Thema, was oder die Themen, die gerade der Markus angesprochen hat, ist natürlich das, ich bin Ende 2017 mit einer Customer-First-Strategie hier angetreten, um im Prinzip jetzt wirklich allen Bedürfnissen und Anforderungen, Herausforderungen jeglicher Kundengruppe auch gerecht zu werden. Das heißt also, mir war ganz wichtig, dass wir eben jeden Kunden auch so an die Hand nehmen, so mitnehmen, wie er es für sich in Anspruch nehmen möchte. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt endlich geschafft haben, diese Expertenteams zu haben, die eben sich in unterschiedlichen Bereichen eben um die Kunden kümmern. Ne? Ich sag mal, ein Interessent hat natürlich ganz andere Herausforderungen als ein Kielkorn-Kunde, der jetzt den 5., 6., 7. Marktplatz anbinden möchte. Und dieses, wenn wir es jetzt sogar noch schaffen, dieses Geschäft proaktiv zu steuern, also wirklich den Kunden zu sagen, passt auf, da und da sehen wir noch das Potenzial für dich, schau dir diesen Kanal mal an. Und das eben zahlengetrieben auch stützen können. Und da haben wir ja in der Vergangenheit gerade mit BI wahnsinnig viel auf die Straße gebracht. Dann sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr weit dahin gekommen, wo ich eigentlich hin möchte, dass wir wirklich unsere Kunden proaktiv managen halt. Was bedeutet das in der Zusammenarbeit mit zwischen AG, also Produkt und Kundenbusiness? Ich glaube, dass was wir gerade tun, ist, dass wir wahnsinnig viel lernen. Einerseits ist es natürlich so, dass im Markt natürlich wahnsinnig viele Anforderungen da sind. Also viele, viele Anforderungen kommen da täglich auf uns zu. Jeder Kunde hat so seine eigenen Wünsche und Vorstellungen davon, wie er eben auch mit Plenty Markets arbeiten möchte. Da müssen wir immer genau schauen, sozusagen, wie nehmen wir dieses Feedback aus dem Markt auf? Ja, wie kanalisieren wir es so, dass es auch dann sinnvoll Richtung Zellen kommt? Du weißt, wir haben eine Menge Zellen, die alle viel zu tun haben. Die Backlogs sind voll. Die Feature-Wünsche sind immer da. Solange wie ich hier bin, heißt es immer, wir wollen mehr. Das ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages haben diese Produktzellen ja auch wahnsinnig viel zu tun. Ja? Und wir müssen immer schauen, einerseits, welches Feedback ist wirklich tatsächlich so, dass wir sagen, wir schieben es Richtung Zelle, Richtung Produktzelle und die schauen sich das mal an, haben es vielleicht schon selber im Backlog oder sind es vielleicht sogar schon dran gerade oder sagen, macht überhaupt keinen Sinn. Also auch das Feedback kommt ja ganz oft, dass sie sagen, passt auf Leute, das macht in der Form gar keinen Sinn, da gibt es den und den Weg, den du gehen kannst. Und dann ist ja immer auch die Frage, ist das dann hinten raus ein individuelles Projekt, was wir für einen Kunden gestalten wollen, für einen Kielkorn-Kunden gestalten wollen? Oder ist es vielleicht sogar ein Kundenwunsch, wo wir sagen, Mensch, für die komplette Community mega Mehrwert und dann wird es eben auch ins Produkt gebracht. Und wir wollen natürlich nicht danach arbeiten, wer am lautesten schreit, kriegt am nächsten Montag dann das Feature, sondern wir gießen alles in Prozesse. Ja? Wir gießen all das momentan in Prozesse, dass jeder auch genau weiß, wie sind die Kommunikationsstrecke aus, an welchem Punkt weichen wir wie ab, wie geht das Feedback Richtung Produktzelle, was kommt zurück sozusagen und vor allen Dingen ist für uns oder für mich immer besonders wichtig, was geben wir dann an den Kunden raus. Der braucht von uns eine verlässliche Antwort dessen, was wir dann eben auch liefern oder nicht liefern und ja, und da ist, wie gesagt, das ist für uns die Blaupause sozusagen, wie wir auch zukünftig, wenn wir weiterhin wachsen wollen, eben auch Wachstum gestalten können. Weil am Ende des Tages, momentan sind es 40 Personen circa, die auf das Produkt Einfluss nehmen, also wo der Markt tatsächlich über unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben Feedback gibt. Natürlich haben die Product Owner selber auch noch Kontakt mit dem Markt, haben da ganz viele Stakeholder, die eben auch ihre Kundenwünsche eben anbringen und da müssen wir natürlich schauen, wie passt es zusammen und wie können wir dann eben auch vernünftig das Produkt weiterentwickeln. Und all diese Prozesse jetzt sozusagen zu gestalten, zu messen vor allen Dingen, auch zu gucken, funktioniert das eigentlich, das ist jetzt unser Hauptaugenmerk und von daher finde ich das super spannend jetzt zu lernen, wie kann der Markt oder wie kann der Vertrieb gemeinsam mit dem Markt sozusagen auf das Produkt einzahlen und wie kann das Produkt eben dann genau die Bedürfnisse liefern, die der Markt eben braucht und ich glaube, da sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg und das war früher etwas anders tatsächlich. Ja, wobei es trotzdem ein Zusammenspiel ist. Ne? Ja, immer. Also ergänzend dazu, es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, so, wir sind jetzt der Markt, ne, die GmbH, und die sagt jetzt, wo das Produkt langläuft, sondern das ist auch ein gemeinsames Zusammenspiel, das haben wir jetzt auch gemacht, wo wir den Prozess etabliert haben, wie spielen wir die Marktanforderungen an die Produktzellen weiter, wie werden die bearbeitet, in welchem Zeitrahmen kriegen wir welches Feedback, sodass wir dann entschließen können, bauen wir was, bauen wir das generisch, bauen wir das individuell für den Kunden. Und ich glaube, das ist ein sehr rundes Ding geworden, wo eben beide dran gearbeitet haben, sowohl die POs als auch die Vertreter des Marktes. Ja, man darf ja nicht vergessen, also wir haben jeden Tag tausende von Anforderungen, die da auf uns einprasseln und genau die zu kanalisieren und zu schauen, ja, was macht davon wirklich Sinn, was kann uns im Produkt weiterbringen, was braucht man wirklich nur für diesen einen Kunden oder was brauchen wir eben für vielleicht auch für alle Kunden tatsächlich generisch, das ist eben spannend halt.
Und da spüre ich aber auch, dass wir immer mehr, und du sagst es ja, ne, also dieses Zusammenspiel zwischen eben diesen Feldern, das ist einfach das, was dieser Austausch, also Shark Tank ist ja zum Beispiel, auch Jan hat es in der Keynote gesagt, ja, Shark Tank ist ja nicht so, dass dann eben nur das Produkt da sitzt, sondern sind wir auch mit bei und schauen sozusagen, ne, was passiert da eigentlich, was ist global wichtig, und da bringen wir natürlich auch unsere Wünsche immer wieder mit ein. Und ich bin froh, dass ich mit Markus da wirklich einen Wingman habe an meiner Seite, der auch immer Richtung Kundenperspektive denkt und schaut, dass wir eben nicht so sehr das Produkt sehen, sondern natürlich auch sehr den Kundenfokus im Blick haben. Also, super und, Beispiel der Shark Tank, ja, der ist nämlich, du hast recht, wir sitzen beide Gremien nun mal so, ein kleiner Spoiler, wir sitzen beide Gremien da, also da sitzt auf einmal, da sitzt die Vertreter des Produkts, da sitzen die Vertreter der GmbH, aber immer noch nicht paritätisch. Also da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht ein bisschen ausgewogener gestalten können. Wobei wir bis jetzt noch nie aneinander geraten sind, was Projekte angeht. Dass genau. Auch das lief trotz der nicht im Balance, also des Ungleichgewichts, lief das eigentlich auch mal. Ja, vor allen Dingen aber auch deswegen, weil die Product Owner auch wissen natürlich, was für den Markt relevant ist. Ne? Das kommt natürlich hinzu, dass wir natürlich klar unsere Wünsche haben, aber die Product Owner und ihre Teams stehen auch tagtäglich mit den Kunden in Kontakt. Von daher ist das schon eine sehr, sehr ausgewogene und auf Augenhöhe vernünftige Diskussion. Und am Ende des Tages gibt es eine saubere Abstimmung und dann schauen wir halt, wer die globale Priorität bekommt und wer dann auch die Ressourcen bekommt, dann eben die Themen umzusetzen. Für uns natürlich wahnsinnig wichtig, weil wir dann eben auch verlässlich sagen können, das kommt in nächster Zukunft. Das sind wirklich die global wichtigen, relevanten Themen, die eben all unsere Kunden weiterbringen. Und das ist für uns natürlich dann wichtig. Und wir haben jetzt die ersten Shark Tank-Projekte abgeschlossen, sehr erfolgreich. Und das fühlt sich wirklich gut an, zu sehen, in welcher Geschwindigkeit wir auch tatsächlich jetzt eben Themen mit globalen Ressourcen tatsächlich umsetzen. Und da bin ich mal gespannt. Wir haben ja bald wieder die nächste Shark Tank-Situation und bin gespannt, was dann auch wieder für uns gepitcht wird. Ist immer spannend, was da so passiert. Naja, vielleicht willst du vielleicht mal erwähnen, was wir da, was für Projekte oder die beiden spannendsten Projekte, die jetzt schon abgeschlossen sind, welche das waren? Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz uninteressant. Ja gut, für uns natürlich vertrieblich ist natürlich mega spannend das Thema Shopify-App, also wirklich die Kernintegration tatsächlich Richtung Shopify-App zu gehen und dann eben auch mit Plenty Markets eben auch sichtbar zu werden im Shopify-App-Store. Bringt uns natürlich vertrieblich wahnsinnig weiter. Jeder weiß, dass Shopify momentan den deutschen Markt ziemlich stark durchdringt und erobert. Also da ist schon ganz schön viel Action drin. Und da sehen wir natürlich auch gerade mit dem Shopify Plus-Thema, sehen wir halt absolut, dass wir da sehr, sehr gut auch in der Zusammenarbeit agieren können. Da sind wir mit ob das jetzt die technische Seite ist oder eben auch das Business Development, das passt einfach gut zusammen. Das wollen wir forcieren. Und wir sehen halt die Nachfrage nach Shopify in Verbindung mit Plenty Markets stark wachsen. Und das wollen wir natürlich gerne mitnehmen und da hoffen wir uns natürlich auch, dass wir in dem Bereich tatsächlich eben eine Menge eben noch an Leads bekommen und eben auch klar zukünftig an Kunden generieren können. Und das zweite Thema, du hast es selber gesagt, ist das Thema von Jenna, eben jetzt mit dem CMS zu arbeiten, eben von Anfang bis Ende sozusagen, vom Lead bis hin zur Opportunity und den Abschluss, eben alles sichtbar zu haben, alles messen zu können und sauber eben alles darstellen zu können, damit auch die Teams entsprechend steuern zu können, zu gucken, was müssen wir eben am Anfang tun, um am Ende ein entsprechendes Ergebnis zu haben. Diese Sichtbarkeit hatten wir lange Zeit nicht und deswegen bin ich jetzt wirklich froh, dass wir da auch eine eigene Lösung geschaffen haben. Es war viel Diskussion, Schweiß, Blut und Tränen, aber wir haben es geschafft und Jenna und Team nochmal vielen Dank. Ihr habt uns damit absolut, absolut ein Tool an die Hand gegeben, was uns wirklich, wirklich weiterbringt. Von daher, und das sind halt viele, viele Themen in der Mache. Manchmal sind es eben Themen, die man draußen direkt spürt. Ja, Markus hat es gesagt, es wird natürlich auch den Kunden zur Verfügung gestellt. Aber es gibt natürlich auch viele Themen, die dann unter der Haube stattfinden, auch die globale Relevanz haben, die man kundenseitig vielleicht nicht so sehr spürt. Aber auch Jan hat es gesagt, Fokussierung auf Performance, eben auf Stabilität. Und das sind eben auch globale Themen, wo wir eben sagen, die müssen wir jetzt tun, damit wir eben auch genau diesem Zweck dienen können. Und das sind eben Sachen, die spürt man nicht sofort draußen, aber die sind für uns natürlich trotzdem super, super wichtig. Und am Ende des Tages natürlich merken es die Kunden eben in Performance und in Stabilität und in Usability. Und da bin ich echt froh, dass wir diese globalen Themen haben. Wichtig ist immer die Basis, ne? Genau. Ihr habt es gerade angesprochen, bald ist der nächste Shark Tank. Markus, stell dir vor, du hast einen Wunsch frei am Shark Tank, was das Produkt angeht. Und du kannst dir alles wünschen, was du möchtest. Was wäre das produktseitig für die Kunden? Naja, du hast es eben schon erwähnt. Ne? Ich habe eben schon gesagt, Plenty ist seit 20 Jahren am Markt. Plenty hat eine wahnsinnige Breite in der Wertschöpfungskette, die abgedeckt werden. Wir haben auch eine wahnsinnige Tiefe.
in sämtlichen Features. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und wenn ich in Kundenpitches bin, bin ich immer wieder beeindruckt, wie wir auf spezielle Fragen sehr häufig schon mit einer Antwort kommen können, die unser Produkt im Standard schon innehat. Ja, also die Leute sind immer wieder verwirrt und erstaunt, dass im Standard-Plenty-Produkt, selbst in der kleinsten Basic-Variante, ist ja schon alles mit enthalten. Also das ist wirklich toll und beeindruckend. Was man aber auch immer wieder sieht, ist, dass dadurch eben die Usability sehr stark leidet. Also Plenty alleine gelassen zu werden am Anfang ist wirklich nicht besonders kundenfreundlich. Also sich selber durchs System zu manövrieren, zu wissen, wie man das Ganze aufsetzt, ist tatsächlich ein Problem. Das merken wir immer wieder. Und wenn ich einen Wunsch hätte, ist es ganz einfach, die Usability so zu verbessern, dass man vom Anfang der Customer Journey Plenty nutzen kann. Momentan ist es tatsächlich so, wir werden häufig dann eingesetzt, wenn ein gewisser Schmerz, ein gewisser Wachstumsschmerz da ist und du dich selber organisieren musst. Also wir sind sehr selten dabei, wenn jemand anfängt, Onlinehandel oder Handel zu betreiben. Wir sind immer eine Lösung, die irgendwann reinkommt und irgendwas Existierendes ersetzt. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir, ne, Stichwort Skalierung, Stichwort Automatisierung, dass wir es schaffen, die Lösung so zu gestalten, dass man sich auch selber dabei behelfen kann. Also dass die Usability so verbessert wird, dass es selbsterklärend wird. Ein Beispiel vielleicht dazu, wo wir momentan stehen. Wir haben, und das ist auch ein Ziel, wir haben dadurch, dass wir jetzt die Zahlen tatsächlich vorliegen haben, wissen, dass eine durchschnittliche Einrichtungsdauer 6 Monate beträgt. Also ein Kunde, der einen Abschluss macht, der das Plenty-System bucht, braucht im Schnitt 6 Monate, bis er komplett seine Orders migriert hat und das Plenty-System aktiviert hat. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Insofern ist ein Vorhaben, das wir uns vorgenommen haben bis Ende des Jahres, dass wir diese Zeit radikal um 50% reduzieren auf 3 Monate. Aber das können wir nur mit, sagen wir, mit internen Ressourcen machen. Wir würden gerne dahin kommen, dass die Kunden auch selber in der Lage sind, sich anzuborden. Wir sehen gerade, also und diese Zeit, die ich eben gesagt habe, diese 6 Monate, sind doch maßgeblich dadurch getrieben, dass unsere Mitarbeiter, unsere Einrichter den Kunden an die Hand nehmen und denen ihren Wünschen entsprechend die Einrichtung vornehmen. Wenn die es selber machen, dann zieht sich das eben noch umso mehr in die Länge. Insofern, wenn du mich fragst, was für einen Wunsch habe ich, was für ein Produkt, Usability verbessern und vereinfachen. Sehr gut. Ja. Liebe POs, ihr habt es gehört. Ja, aber es ist ja so, ich meine, was Markus anspricht, ist natürlich total richtig. Wir haben auf der einen Seite eben diese Funktionstiefe, und die uns ja auch im Markt tatsächlich ausmacht, und das ist einfach unser USP. Und natürlich ist das nicht immer, ne, geht das nicht konform mit eben der Usability. Und wir haben ja vor einigen Jahren schon damit angefangen, eben die Assistenten zu integrieren und eben auch da Einfachheit zu schaffen, indem man eben auch diese Assistenten durchlaufen kann. Wir haben natürlich, und Jan hat es ja auch begründet, aufgrund der Corona-Situation und eben auch dem starken Wachstum mussten wir alles dafür tun, eben auch die Performance an den Start zu bringen, und haben dann das eben ein Stück weit erstmal wieder, ne, nicht nach hinten geschoben, sondern wir haben es ein Stück weit vernachlässigt, weil einfach andere Dinge wichtiger waren. Und ich glaube, natürlich ist das ein Thema, dass wir eben Usability ein Stück weit voranbringen. Und ich glaube, dass wir da mit den Assistenten schon einen ersten sehr, sehr guten Weg gemacht haben. Und natürlich ist das ausbaufähig. Aber was eben auch Markus sagte, eben diese durchschnittliche Onboarding-Zeit von 6 Monaten, ich sag mal im Classic-Bereich, wo ein Kunde vielleicht erstmal versucht, das System selber einzurichten, wo eben schaut, mit all den Themen, die wir eben auch zur Verfügung stellen, ob das Tutorials sind oder ob das eben das Handbuch ist, etc. Auch da arbeiten wir gerade sehr, sehr stark dran, das Handbuch nochmal anzufassen und eben auch da noch mehr Best Practices reinzugeben. Das ist natürlich ein Thema, und wir sehen ja im Key-Account-Bereich, gerade bei unseren Großkunden, wir haben da wirklich große, große Marken, große Hersteller, die wahnsinnig gut aufgestellt sind. Da ist meistens dann auch eine eigene IT, oder sind wirklich dann eben entsprechende Ressourcen auf Kundenseite, die eben, also Menschen, die eben dafür sorgen, dass man eben auch das bekommt, was man tatsächlich an Informationen braucht, um ein System einzurichten, ob das jetzt Artikeldaten sind oder andere Dinge. Und da sehen wir auch, dass die Onboarding-Zeiten deutlich kürzer sind halt. Also da schaffen wir es auch, ein System in 3 Monaten, 4 Monaten, je nachdem, wie komplex die Landschaft eben aussieht, ob dann auch andere Systeme im Haus sind, die eben auch vielleicht über REST-API oder auch andere Themen angebunden werden müssen. Aber wir sehen einfach, wenn wir die Kunden da sehr, sehr stark begleiten, sehr gut begleiten und eben gemeinsam auch schauen, wo willst du eigentlich hin, was ist die Kernanforderung sozusagen, dann können wir diese Onboarding-Zeit schon extrem verkürzen. Und das wollen wir jetzt im Classic-Bereich natürlich auch ein Stück weit tun und voranbringen, um genau das zu erreichen. Denn am Ende des Tages ja, sind wir dann erfolgreich, wenn unsere Kunden verkaufen. Und das ist unser Business Model. Und da wollen wir alles für tun, dass wir eben, ja, Markus hat es gesagt, also diese Zeiten mindestens mal um 50% runterkriegen und hier eben die Tools an die Hand geben, damit es auch wirklich funktioniert.
Spannend. Es liegen noch spannende Aufgaben vor euch. Ich freue mich auf die Zeit gemeinsam. Ich habe parallel schon mal hier gelinst in den Chat. Es scheint so, als hätten wir alle Kundenfragen beantwortet. Also hier sind jetzt keine mehr hier. Wir kriegen Grüße aus Köln und aus ganz Deutschland. Also guten Morgen. Sehr gut. Köln. Grüße in die Heimat. Sehr schön. ja, aber es sind keine Fragen mehr offen. Also wenn ihr noch abschließende Worte habt, dann gerne. Ansonsten machen wir weiter um 10.15 Uhr mit Smarketer. Vielleicht eine Sache noch, die ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Eins haben wir tatsächlich, ich glaube, eine Sache vermissen wir gerade. Wir sind als Unternehmen oder Plenty ist als Unternehmen relativ gut durch diesen ganzen Corona-Lockdown gekommen. Ich glaube, es war nicht beabsichtigt, aber dieses ganze Lockdown, Homeoffice-Arbeit, dafür war Plenty und alle Mitarbeiter eigentlich schon sehr, sehr gut vorbereitet. Ja, nicht bewusst, aber jeder hat einen Laptop. Also es war relativ einfach, die Arbeit mit nach Hause zu nehmen und im Homeoffice zu arbeiten, was wirklich, glaube ich, sehr gut funktioniert. Was dabei allerdings auf der Strecke geblieben ist und was wir bislang noch nicht so richtig aufbereitet haben, ist die Tatsache, wie wir Wissen vermitteln. Wir haben vorher Webinare gemacht vor Ort, wir haben Trainings und Tutorials gemacht, sowohl intern als auch extern für unsere Kunden und Partner. Und das haben wir seit dem Lockdown nicht wieder aufgenommen. Mhm. Das ist ein Thema, was wir wieder angehen, steht auch ganz oben auf meiner Liste. Du weißt es, dass wir das ganze Thema Training, Education, Wissen rund um Plenty sowohl intern als auch extern wieder aufnehmen müssen. Also da wird was kommen, da freue ich mich auch drauf, dass wir wieder mehr nach außen in die Außenkommunikation gehen können. Ja, stimmt. Dann würde ich sagen, machen wir auch vom nächsten OHK wieder Knowledge Day. Ja. Damit wir alle. Ja, es ist natürlich ein Thema. Sonst haben wir das immer angeboten, diesen Knowledge Day am Tag vor dem Kongress, der auch immer ausgebucht war. Das heißt also, die Leute sind da wissbegierig. Und wir haben natürlich, klar, eine Menge Stakeholder, die draußen eben unser Wissen brauchen. Das sind natürlich die Kunden, klar, sind aber eben auch unsere Partneragenturen, sind aber natürlich auch unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da müssen wir natürlich schauen, wie kriegen wir all das Wissen, was ja immer mehr wird, bei uns auch eben sauber abgebildet. Und da bin ich ganz froh, dass wir jetzt mit Oskar und auch mit dem Lukas hier erstmal Freiwillige gefunden haben, die sich dieses Thema annehmen. Und wir haben noch einen externen Partner mit eingebunden, der sich mit dem Thema Knowledge Transfer auch extrem gut auskennt, da über 70 Jahre Erfahrung hat. Und wir werden auf jeden Fall dieses Jahr die Steine dafür legen und den Weg bereiten dafür, dass es wirklich auch auf die Straße kommt und dann wir eben auch Wissen zur Verfügung stellen können. Weil es ist auch ganz wesentlich ein Punkt tatsächlich, um genau das zu erreichen, dass wir Onboarding-Zeiten runterbekommen, dass wir aber nicht nur das erreichen, sondern dass wir auch schneller Mitarbeiter onboarden können. Das heißt also, auch der Onboarding-Prozess für Kollegen, gerade in der Remote-Phase, wo du halt einfach nicht mehr hier in Kassel sitzt, sondern vielleicht irgendwo auf dieser Welt, was ja total okay ist. Aber natürlich muss so ein Kollege eben auch ongeboardet werden. Und der braucht spezielles Wissen für das, was er eben auch eben bei uns an Arbeit leistet. Und von daher ist das für uns ganz, ganz wichtig, eben zu sagen, pass auf, das ist im Prinzip die Strecke, die du brauchst, um hier ein sauberes Onboarding zu durchlaufen. Und das ist unsere Aufgabe, das herzustellen und eben zur Verfügung zu stellen, damit eben das eben deutlich schneller geht. Weil auch da sehen wir halt, dass ein Mitarbeiter, der dann wirklich so auf Second-Level-Niveau beispielsweise im Support arbeitet, so ein Expertenwissen aufzubauen, dauert wirklich fast schon Jahre, kann man sagen. Und auch das ist ein Thema, wo wir wissen, das müssen wir deutlich runterbekommen, weil, wie gesagt, bei dem Wachstum, was wir gerade haben, brauchen wir eben auch die Menschen, die Onboardings begleiten. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir hier auch wirklich für Kollegen sorgen, die auch damit einsteigen können halt, ne? Ja. Saubere Dokumentation, weil es verändert total sich auch ständig weiter, ne? Ja, ja. Das Ganze mehrsprachig natürlich halt, nur nicht in Deutsch, sondern auch wirklich weitere Sprachen mit anzubinden, weil wir auch immer weiter international wachsen und da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass auch, klar, wir das nicht nur in Deutsch anbieten, sondern auch eben anderen Sprachen. Schön. Ja, dann vielen Dank für den Austausch. War eine sehr nette Runde heute Morgen und an alle da draußen, gönnt euch eine kleine Kaffeepause und gleich sehen wir uns wieder beim nächsten Vortrag.